Wladimir Putin lässt jetzt gezielt die Strom- und Wärmeversorgung der Ukraine angreifen, täglich, um eine humanitäre Katastrophe auszulösen. Moralisch kann man kaum tiefer sinken. Warum hat der Mann trotzdem immer noch Fans? Warum? Auch bei uns in Deutschland. Ich sag nur Alternative für Russland oder wie die heißen. Ja, die AfD entblödet sich nicht, Putins Narrativ vom durch die NATO erzwungenen Notwehreinmarsch ins Nachbarland zu verbreiten. Oder in den Worten von Bernd Höcke, des besten deutschen Fäkalpoeten. Ich möchte, dass wir unseren Kopf aus dem Hintern des US-amerikanischen Hegemons hinausziehen. Ja, Sie hörten die Analternative für Deutschland. Und die steht in Umfragen wieder richtig gut da. Richtig gut. Wie immer, wenn Krise ist. Und daran wird auch der gerade aufgeflogene Umsturzplan der Reichsbürger nichts ändern. Tatsächlich verbreiten Höcke und Co. ganz ähnliche Verschwörungsmythen wie die. Und eine ehemalige AfD-Abgeordnete war als Prinz Heinrichs Justizministerin vorgesehen. Es ist so bizarr, wer da alles mitputschen wollte. Zum Beispiel der pensionierte KSK-Oberst Maximilian Eder. Ja, als neuer, sagen wir mal, Wehrmachtschef, zuständig für den militärischen Teil des Umsturzes, bei dem die Liquidierung störrischer Gegner ausdrücklich vorgesehen war. Was hat er denn für ein Problem mit unserer Demokratie? Es gibt also Politiker, die am Wochenende und möglicherweise während der Woche manchmal nichts anderes zu tun haben, als solche satanischen Rituale durchzuführen an kleinen Kindern oder an jungen Frauen. Die werden also festgehalten in unterirdischen Gängen, Katakomben, Höhlen. Ja, Höhlen. Ich glaube, die Höhle zwischen seinen Ohren hat sehr viel Echo. Ja. Ich bin kein Arzt, aber ich fürchte, Meister Eder hat in seiner aktiven Zeit zu viel Panzerabgase eingeatmet. Jetzt ist es immer leicht, sich über Irre wie ihn lustig zu machen. Aber tatsächlich wollten die diesen Staat beseitigen. Knapp 100 Waffen wurden gefunden, außerdem lange Feindeslisten. Geschrieben von, wenn man sich die Mehrheit der Möchtegern-Putschisten anguckt, von Rentnern. Ja, die meisten sind tatsächlich Rentner. Gut, wenn man das weiß, gäbe es natürlich Möglichkeiten, die beim nächsten Reichstagssturm zu stoppen. Einfach weg mit den barrierefreien Rampen am Eingang. Ne? Ja, natürlich. So müssen die Putschsenioren nämlich die ganzen Stufen hoch. Da fallen schon mal die meisten aus. Dann bauen wir zur Ablenkung noch einen Ententeich mit besonders süßen Enten, super bequemen Bänken und Brot zum Füttern. Direkt daneben gibt André Rieu 24 Stunden Gratiskonzerte. Und um die alten Verfassungsfeinde endgültig loszuwerden, braucht es nur noch ein Angebot. Eine Busreise nach St. Petersburg für nur 33 Reichsmark, Butterkuchen inklusive. Ich muss bekloppt sein. Ja. Wir wollen es wirklich nicht.